Okay. Jetzt haben wir zwei Bausteine, die wir miteinander verwursten können, um Phi jeder beliebigen Zahl bestimmen zu können. Wir wissen, was ist Phi einer Primzahlpotenz und was ist Phi eines Produkts, wenn die beiden Faktoren teilerfremd sind. So. Jetzt wollen wir Folgendes haben. Oder wir haben irgendeine beliebige Zahl, sei n gleich ein Primfaktor, ein Produkt von Primzahlpotenzen, also die Primfaktorzerlegung, schreibe ich mal hin. I gleich 1 bis r p i hoch ki mit ki größer gleich 1. Also ich betrachte jetzt nur die Primzahlen, nur die PIs, deren Exponent größer gleich 1 ist. Also die tatsächlich auch in der Primfaktorzerlegung vorkommen. Sie können es ja ganz allgemein aufschreiben, so eine Primfaktorzerlegung mit allen möglichen Primzahlen, die es gibt, und dann mit deren Exponenten, und die nicht in der Primfaktorzerlegung vorkommen, ist der Exponent 0. Das wollen wir jetzt mal ausschließen, sondern wir nehmen nur die Primzahlen, deren Exponent auch tatsächlich größer gleich 1 ist, das heißt, die in der Primfaktorzerlegung nicht trivial auch vorkommen. Und jetzt wollen wir Phi von diesem n bestimmen. Dann ist Phi von n gleich n mal wieder ein Produkt von i gleich 1 bis r, und zwar 1 minus 1 durch pi. Ich glaube, zum ersten Mal, dass wir einen Bruch da stehen haben, ne? In der Veranstaltung. Also, Phi von n ist das Folgende. Wir leiten uns natürlich gleich her, wie das zustande kommt, ne? Ich nehme n und multipliziere es mit einem Produkt, und zwar das Produkt von 1 minus 1 durch alle Primzahlen, die in der Primfaktorzerlegung vorkommen. Wir machen jetzt mal ein Beispiel. Erstmal ein Beispiel und dann den Beweis. Beispiel. Nehmen wir mal die 90. Was ist die Primfaktorzerlegung der 90? Ja? 2 hoch 1 mal 3 Quadrat mal 5 hoch 1. Wenn ich jetzt Phi von 90 bestimmen will, mache ich das Folgende. Gucken wir mal, was uns die Regel sagt. Phi von 90 ist gleich, ich multipliziere 90 mit einem Produkt. Und zwar, die Faktoren sind folgendermaßen aufgebaut, 1 minus 1 durch Primzahl. Also 90 mal 1 minus 1 durch 2, die 2 kommt drin vor, die 3 kommt drin vor, mal 1 minus 1 durch 3, mal 1 minus 1 durch 5. So, gucken wir mal, das ist 90 mal, du hast jetzt gerade immer sozusagen zu jedem Bruch die Ergänzung bis zur 1, also 1 minus 1/2 ist 1/2, 1 minus 1/3 ist 2/3, 1 minus 1/5 ist 4/5. Kann man da vielleicht ein bisschen geschickter rechnen. Die 2 hier fällt weg, ne? Hier unten steht 15. 90 durch 15 ist 6. Das heißt, 90 durch 15 ist 6. Dann habe ich noch 6 mal 4, 24. Phi von 90 ist 24. Das heißt,
wenn wir jetzt auf den Satz von Euler zurückgehen, ne, wenn Sie irgendeine Zahl haben, die teilerfremd ist zur 90, dann wissen Sie, diese Zahl a hoch 24 ist Kongruent 1 modulo 90. So. Das ist der Hintergrund, weswegen wir das Ganze machen. Wir haben irgendeine, das gilt jetzt nicht für irgendeine Zahl, ne? Irgendeine Zahl, deren Primfaktorzerlegung Sie haben, und dann multiplizieren Sie diese Zahl jeweils mit 1 minus 1 durch alle Primfaktoren und dann kriegen Sie Phi dieser Zahl raus. So. Ja? Ja? Okay. Was meinen Sie mit das da oben? Ganz da oben. Das kommt jetzt. Das brauchen wir jetzt für den Beweis. Warum wir das machen, ist das klar, warum wir das jetzt hier machen? Das ist nicht klar. Wir wollen Phi jeder natürlichen Zahl angeben, jeder beliebigen natürlichen Zahl. Das war bislang schwierig. Bislang konnten wir Phi einfach angeben von Primzahlen und von Primzahlpotenzen. So. Diesen Kram mit der Multiplikation da oben, das brauchen wir jetzt gleich für den Beweis. Letztlich will ich ja nicht nur Phi einer Primzahl und Phi einer Primzahlpotenz angeben, sondern ich will Phi irgendeiner Zahl angeben. Irgendeine natürliche Zahl lässt sich schreiben als ja, Produkt von Primzahlpotenzen. Ich mache die Primfaktorzerlegung dieser Zahl, die ist ja eindeutig. Und wenn ich die Primfaktorzerlegung habe, kann ich ganz einfach Phi dieser Zahl bestimmen. Das heißt, wenn ich irgendeine natürliche Zahl n habe, wenn ich nach diesem Schema hier vorgehe, kann ich alle die Anzahl der Zahlen bestimmen zwischen 1 und n, die teilerfremd sind zu n. Okay, ja? Genau, die Regel, die wir gerade oben abgeleitet hatten, war ja für das eine Zahl, die Produkt zweier teilerfremder Zahlen ist. Jetzt haben wir hier natürlich mehr teilerfremde Zahlen, wir brauchen aber das da oben gleich. Ja? Ja? Sie wollen wissen, diese Formel hier? Genau. Ich hab die Primzahlen, die in der Primfaktorzerlegung vorkommen, hoch deren Exponenten. Genau, nur die vorkommen, deswegen ist KI größer gleich 1. Wir nehmen nur die Primzahlen, die in der Primfaktorzerlegung vorkommen, der Zahl also tatsächlich vorkommen, mit einem Exponenten größer als 0. Ja. So. Jetzt wollen wir das beweisen, ne? Wollen wir. Weil irgendwo ist das ja schon komisch mit dem 1 minus 1 durch und so weiter, ne? Also, wir wollen bestimmen, mal Beweis drüber, Phi von n. Das ist dasselbe wie Phi. Jetzt setze ich einfach die Primfaktorzerlegung von n da ein. Ne? I gleich 1 bis r von p hoch i, pi k hoch i. So. Was hier steht, ist Phi eines Produkts. Und jetzt kommt genau Ihr Einwand. Warum kann ich nicht das nehmen, was wir vorhin gemacht haben? Deswegen haben wir das gemacht. Die Primzahlpotenzen, die hier stehen, die sind ja jeweils teilerfremd. Ne? 2 hoch 1, 3 Quadrat, 5 Quadrat, 5 hoch 1, diese Primzahlpotenzen sind jeweils teilerfremd zueinander. Haben keine gemeinsamen Teiler, sonst wären es ja keine unterschiedlichen Primzahlpotenzen. Unterschiedliche Primzahlpotenzen sind teilerfremd. Das heißt, ich habe hier ein Produkt stehen von Primzahlpotenzen. Und wenn ich ein Produkt da stehen habe und die einzelnen Faktoren teilerfremd sind, dann ist Phi dieses Produkts das gleiche wie, ich rechne Phi aller Faktoren aus und multipliziere anschließend. Das haben wir oben gezeigt. Das heißt, ich habe hier das gleiche stehen wie
jetzt bilde ich das Produkt aller Phi von PiK hoch I. Ja? Ich betrachte, also der Einwand war, die Primzahlpotenzen sind noch nicht teilerfremd, weil da gibt es ja auch die Nullen drunter. Wo gibt es da Nullen drunter? 3 hoch 0 ist ja 1. Und die betrachten wir nicht, weil wir haben gesagt, die Exponenten, wir betrachten nur die Primzahlen, deren Exponent in der Primfaktorzerlegung größer ist als 0, also größer gleich 1. Da steht sowas drin wie 2 hoch irgendwas, 3 hoch irgendwas, 7 hoch irgendwas, 11 hoch irgendwas und diese Primfaktorpotenzen sind alle teilerfremd. Also wenn ich jetzt Phi dieses Produkts bestimmen will und das Produkt, in dem Produkt sind alle Faktoren teilerfremd zueinander, dann kann ich auch erst Phi der einzelnen Faktoren bestimmen und anschließend die Phis miteinander multiplizieren. So, jetzt steht hier Phi einer Primzahlpotenz. Ne? Ich muss jetzt nur Phi aller Primzahlpotenzen bestimmen. Also kann ich doch jetzt das Folgende machen. Hier drin steht Pi hoch Ki minus Pi hoch Ki minus 1. Jetzt bin ich mein Phi losgeworden. Ne? Phi einer Primzahlpotenz ist das gleiche wie die Primzahlpotenz minus die Primzahlpotenz hoch mit Exponenten um 1 verringert. Das hatten wir vorhin bewiesen. Und zwar für jede Primzahlpotenz, die in dieser Primfaktorzerlegung vorkommt. Anschließend multipliziere ich die Zahlen, die rauskommen, miteinander. Jetzt kann ich doch aber das Folgende machen. Jetzt kann ich hier aus dieser Differenz mal Pi hoch Ki ausklammern. Ich klammer das mal aus. Ja? Ja? Noch eine Frage vorher? Ja. Ja. Wie komme ich von da nach da? Ich will Phi einer Primzahlpotenz bestimmen. Und wir hatten vorhin ganz am Anfang in der Stunde bewiesen, was ist Phi einer Primzahlpotenz? Das ist gerade die Primzahlpotenz minus der Primzahlpotenz mit dem Exponenten 1 kleiner. Wir hatten vorhin 3 hoch 5. Phi von 3 hoch 5 war 3 hoch 5 minus 3 hoch 4. Phi von p hoch n war p hoch n minus p hoch n minus 1. Weil im Bereich von 1 bis p hoch n minus 1 Zahlen vorkommen, die Vielfache sind von p. Jetzt habe ich hier von dem Exponenten 1 abgezogen, um letztlich alle Vielfachen aus dem Bereich zwischen 1 und pik hoch i rauszunehmen, die Vielfache sind von p. Das war das, was wir ganz am Anfang gezeigt hatten. So, jetzt klammer ich pi hoch ki aus, aus dieser Differenz. Das heißt, das hier vorne wird zur 1 und hier hinten habe ich ja 1 weniger. Ein p weniger, ich habe ein p zu wenig. Wenn ich jetzt hier pi hoch ki ausklammere, dann habe ich ein p zu viel rausgenommen, deswegen muss ich hinten 1 durch pi rechnen. Wenn ich jetzt wieder zurückrechnen würde, steht hier pi hoch ki minus pi hoch ki durch pi und es ist gerade pi hoch ki minus 1. Wenn ich wieder zurückrechne, wird aus pi hoch ki mal 1 durch pi gerade wieder das hier. So. Was habe ich jetzt hier stehen? Ein Produkt, wir machen das gleich auch nochmal in dem Beispiel durch, diese allgemeine Überlegung. Ein Produkt, das ist ein Produkt von Produkten. Ne? Hier ist ja ein Mal dazwischen. Das heißt,
wenn ich dieses große Produktzeichen auflöse, nehme ich diese Teile hier immer mit Mal dazwischen. Das heißt, ich kann aus diesem großen Produkt alle PIs hoch KIs nach vorne nehmen. Ich kann umsortieren, sodass hier vorne alle PIs hoch KIs stehen und hinten diese einzelnen Differenzen. Ich kann das aufsplitten. Ja? Ich kann aufsplitten, kann sagen, das hier ist I gleich 1 bis R PI hoch KI mal Produkt I gleich 1 bis R 1 minus 1 durch PI. Und was hier vorne steht, ist gerade N. Das sind gerade alle PIs hoch KIs zusammen multipliziert, ergibt ja N. Das ist gleich N mal Produkt ein I gleich 1 bis R von 1 minus 1 durch PI. So, das wollte ich zeigen. Ja? Wir machen das mal an dem Beispiel durch, das wir eben gerade hatten, um diese einzelnen formalen Schritte nochmal nachzuvollziehen. Also, wollte berechnen Phi von 90. Das ist dasselbe wie Phi von 2 hoch 1 mal 3 Quadrat mal 5 hoch 1. Ich habe die Primfaktorzerlegung genommen. Jetzt weiß ich, diese einzelnen Primzahlpotenzen sind teilerfremd. Das heißt, ich kann jetzt, weil alle teilerfremd sind, in dem Produkt zunächst das Phi von jedem Einzelnen bestimmen. Und miteinander multiplizieren. Das war der etwas komplizierte Beweis mit der Tabelle, den wir vorhin geführt haben. Jetzt habe ich das Problem reduziert auf das Problem, für einzelne Primzahlpotenzen Phi zu bestimmen. Da haben wir vorhin gesagt, das geht ganz einfach, indem ich von der Potenz die jeweils nächstkleinere abziehe. Also 2 hoch 1 minus 2 hoch 0 ist das hier, mal 3 Quadrat minus 3 hoch 1, mal 5 hoch 1 minus 5 hoch 0. Ich ziehe von jeder Primfaktorpotenz gerade die nächstkleinere ab, also diejenigen mit dem nächstkleineren Exponenten. Das hatten wir ganz am Anfang bewiesen. So. Und was mache ich jetzt im Beweis als nächstes? Ich klammere das PI hoch KI aus. Also dann steht hier, ich klammere hier 2 hoch 1 aus. Da steht hier 2 hoch 1 mal 1 minus 2 hoch 0. Na gut, da muss ich jetzt wieder 1 durch 2 hier hinschreiben. Wenn ich jetzt rückwärts rechne, steht hier 2 hoch 1, also 2 mal 1 ist 2, minus 2 mal 1/2 ist 1. Und das ist ja genau das, was hier oben steht. Hier klammere ich die 3 Quadrat aus. Dann steht hier, wenn ich hier ausklammere, hier 1 und da minus 1/3. Damit, wenn ich wieder rückwärts rechne, hier innen drin steht 3 Quadrat minus 3 hoch 1. Hier hinten hole ich die 5 hoch 1 raus, dann steht hier innen drin 1 minus 1 durch 5. So. Und im nächsten Schritt mache ich nichts anderes, als die ganzen PI hoch KI nach vorne zu holen. Dann steht hier 2 hoch 1 mal 3 Quadrat mal 5 hoch 1 mal, und dann bleiben die anderen Klammern hinten, 1 minus 1/2. Na, ist ja alles ein Produkt, kommutativ gesetzt, ich kann tauschen, wie ich will. So. Und was hier vorne steht, ist 90.
weil ich die ganzen Pi I hoch KI ausgeklammert habe, steht hier vorne 90 mal und dann 1 minus, und jetzt nehme ich jeden Primfaktor, der in der Primfaktorzerlegung vorkommt, und bilde daraus 1 durch. Ne? Also 1 minus 1/2 mal 1 minus 1/3 mal 1 minus 1/5. Das war genau das, was er vorhin gerechnet hatte, kommt 24 raus. Ja? Ja. 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 Ja, das kann man machen. Sie können Folgendes machen. Sie können Phi von 90 folgendermaßen bestimmen. Phi von 90 ist das gleiche wie Phi von 2 hoch 1 mal Phi von 3 Quadrat mal Phi von 5 hoch 1. Und dann für jede dieser Primfaktorpotenzen Phi einzeln bestimmen. Das heißt, Phi von 5 hoch 1 ist Phi von 5 hoch 1, ist 5 hoch 1 minus 5 hoch 0. Oder wenn Sie irgendeine andere Zahl haben, Phi von 11 hoch 13 ist Phi von ist 11 hoch 13 minus 11 hoch 12. Das heißt, Sie berechnen dann 11 hoch 13, Sie berechnen 11 hoch 12, ziehen diese beiden Potenzen voneinander ab. Sie müssten sozusagen immer Potenzen bestimmen und voneinander abziehen. Für jeden einzelnen Primfaktor diese beiden Potenzen bestimmen, voneinander abziehen und dann miteinander multiplizieren. Sehr viel einfacher ist es, die Zahl zu nehmen und dieses Produkt zu bilden. Es geht schneller. Sie müssen nicht mit so riesigen Zahlen rechnen. Stellen Sie mal vor, Sie haben da Primfaktorpotenzen drin, 7 hoch 692. Irgendeine Zahl, da kommt 7 hoch 692 vor. Dann müssen Sie 7 hoch 692 minus 7 hoch 691 rechnen, um das Ergebnis dann mit den anderen jeweiligen Ergebnissen zu multiplizieren. Macht man nicht so gern. Lieber 1 minus 1 Siebtel, also 6 Siebtel und das Ganze ran multiplizieren an n. Ja. Wieso sprechen wir hier, also das Begriff Potenz, sprechen wir die ganze Zeit vom Primfaktor Potenz und nicht von den Primfaktoren selbst? Weil das ist doch eigentlich interessant, was ein Teil der Bremsung ist. Oder gehe ich noch die? Wir haben hier Primfaktor oder Primzahl Potenzen stehen in dem Produkt. Wir haben das Produkt so aufgestellt, man kann es natürlich auch anders hinschreiben, aber wir haben das Produkt so, die Zahl so in ein Produkt aufgesplittet, dass die einzelnen Faktoren Primzahlpotenzen sind. Und jetzt haben wir einfach den Satz oben angewendet und gesagt, gut, dann können wir uns jetzt einfach Phi dieser einzelnen Primzahlpotenzen bestimmen. Also die Faktoren in der Primzahlzerlegung heißen Primfaktorpotenzen. Ja, Primzahl, das sind Primfaktor oder Primzahlpotenzen. Ja. Das ist eine Primzahl, das ist eine Potenz, Primzahlpotenz. Das hier sind Primzahlpotenzen. Wenn man von der Primfaktorzerlegung spricht, sind die Primfaktoren natürlich die einzelnen Primzahlen in ihrer jeweiligen Potenz und Primfaktorpotenzen. Gibt es weitere Fragen? Nee? Okay. Wie spät ist es? Noch 2 Minuten offiziell. Noch 2 Minuten, okay. Wollen wir noch ein Beispiel machen zusammen, dass Sie sehen, wie schnell das geht? 2 Minuten haben wir. Kommen Sie, wir machen noch ein schön schwieriges Beispiel. Kommen Sie. Kommen Sie, wir wollen mal Folgendes bestimmen. Phi von 1000. Wie viele Zahlen zwischen 1 und 1000 sind teilerfremd zur 1000? Na? So. Was machen wir als erstes? Primfaktorzerlegung. 1000
Hat welche Primfaktoren? Ja? 2 hoch 3 mal 5 hoch 3, genau. Wir wollen Phi von 2 hoch 3 mal 5 hoch 3 bestimmen. So, wie machen wir das? Also wir wissen jetzt, in 1000 kommen 2 und 5 als Primfaktoren vor. Wir machen das Folgende. Wir rechnen 1000 mal, und jetzt kommt es, 1 minus 1/2 mal 1 minus 1/5. Gut, was ist das? 1000 mal 1/2 mal 4/5. Hier unten steht 10 im Nenner. 1000 durch 10 ist 100, mal 4 ist 400. So. Phi von 1000 ist 400. Sie wären jetzt hergegangen, vielleicht hätten erstmal gerechnet 2 hoch 3 minus 2 Quadrat und 5 hoch 3 minus 5 Quadrat. Können Sie auch machen und das dann miteinander multiplizieren, kommen Sie auch auf 400. So ist schneller. Und insbesondere, wenn Sie sehr wendig sind, dann schreiben Sie sich auch das hier nicht mehr hin mit 1 minus und so, ne? Sondern nehmen gleich jeweils immer den Bruch, der addiert zu 1/2, 1/5, 1 durch Pi 1 ergibt. Also 1/2, 4/5, 7/8, nee, 8 ist keine Primzahl, 10/11, 12/13, 18/19 und so. Ne? Okay, bis morgen.